ausgeht auf der Grundlage von Tatsachen und da muss man noch einiges dazulernen. Vielen Dank, Herr Stadler, bitte. Herr Präsident, ich habe diesem Bericht des Kollegen Seber zugestimmt. Nur möchte ich anmerken, dass die schönste Richtlinie nichts nützt, wenn man für ihre Umsetzung nicht sorgt oder die Umsetzung nicht beaufsichtigt. Ich weise auf die Säumigkeit der Mitgliedsländer bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hin, die schon seit Jahren zum Teil säumig sind, insbesondere was die verbrauchsorientierte Gestaltung der Gebührensysteme für den Verbrauch von Wasser oder für den Anfall von Abwasser anlangt. Das Zweite, ich nutze die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass Kommissar Barnier offensichtlich jetzt schon erkannt hat, dass es gescheiter ist, die öffentliche Wasserversorgung aus der Konzessionsrichtlinie, aus dem Vorschlag der Konzessionsrichtlinie herauszunehmen. Ich ersuche alle Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, diesen Vorschlag des Kommissars Michel Barnier zu unterstützen. Es ist vernünftig. Wasser ist so ein kostbares Gut, dass man es nicht der gemeinsamen Bewirtschaftung im Wettbewerb unterziehen sollte, sondern das ist eine gemeinwirtschaftliche Aufgabe, die dort auch besser angesiedelt ist. Thank you very much. Vielen Dank. Und jetzt Herr Luan, bitte. Herr Präsident. Poluarea chimică, precum bine știm, afectează. Danke, Herr Präsident. Sie wissen ja, dass die chemische Verschmutzung direkt und indirekt das Leben der Bürger beeinträchtigt. Und